Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen im Livestream XCOM 2 War of the Chosen, heute zum ersten Mal seit über 2 Jahren auf Twitch. Und ich trage keine Brille und ich habe vorhin auf der Couch geschlafen und das wird natürlich auch später, sobald ich wieder auf YouTube Sachen hochladen kann, reingeknallt da fort. Mein Gott, ich bin noch ein bisschen schläfrig. Aber wir machen jetzt einfach das Ding. Also Forschung mussten wir noch machen. Ja. Ich hab letzten Mal ziemlich abrupt aufgehört, genau, weil die die Advent-Soldaten-Autopsie und die Advent-Betäubungsdanzen-Autopsie kann ich jetzt noch eben machen. Wenn meine Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Advent-Soldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Advent-Soldaten wie Menschen aus, aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mithilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Trotz einer gründlichen Analyse muss ich immer noch herausfinden, welche... So, Gefechtsscanner ist verfügbar. Und jetzt den Betäubungslanzenträger. Die Betäubungslanzenträger wurden scheinbar vor dem Hintergrund entworfen, sie in den Stadtzentren zur Wahrung des zivilen Friedens einzusetzen. Obwohl sie Waffen bei sich führen, die auch für nicht tödliche Angriffe ausgelegt sind, deuten jüngste Berichte eine zunehmend aggressive Haltung dieser Einheiten an. Wenn übrigens die Beleuchtung heute nicht so geil ist, das hat damit zu tun, ich habe ein neues Setup aufgebaut mit 3 Monitoren und jetzt kann ich das nicht so ausleuchten wie vorher. Da muss ich noch schauen, wie ich das besser machen kann. Ionenklaue. Zwischen den Klingen der modifizierten Scharmützelklaue pulsieren ungeregelte elektrische Spannung. Der Mechanismus wirkt zwar gut durchdacht, doch einige Unstimmigkeiten im Herstellungsprozess der Scharmützler werfen die Frage auf, ob diese Verbesserung wirklich gezielt entwickelt oder eher per Zufall entdeckt wurde. Und die Pulsklinge. Schön, dass man jetzt noch mehr Sachen hat, die nach und nach einfach Zeit kosten. So den Widerstandspunkt erforschen. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Kontaktdaten für die nächste Region um 50% reduziert. Ein Schnapper. Dann holen wir mal die Kohle. 9 Legierungen ist auch nicht die Welt. Nach ihrem gemeinsamen Training im Trainingszentrum haben diese beiden Soldaten ein noch besseres Verständnis füreinander. Wenn wir sie weiter gemeinsam aufs Schlachtfeld schicken, werden sie noch effizienter. Juhu! Operation Brennender Kriecher, Kollateralschaden, Advent-Soldaten tragen mehr Sprengsätze, Ostasien, was haben wir hier? Lagebericht, Wildheit, unsere Aufklärung weist eine hohe Konzentration von tierähnlichen Feinden in diesem Einsatzgebiet hin. Okay. Was haben wir hier? Das Avatar-Projekt. Verhindern und hier, verlorene Welt, ein Schwarm verloren, kann jeder Mission auftauchen. Und da wäre ein Ingenieur. Soll ich das Avatar-Projekt? Normalerweise muss ich immer die Mission machen mit Avatar-Projekt. Muss ich den Ingenieur von woanders herholen. Setze Kurs auf Sektor 14. Ostasien. Und es läuft so schön smooth. Und ich habe heute auch an meiner Software ein bisschen was verändert. So, Sarah Dunchest White. Dann nehmen wir die doch mit, deinem Bro. Der Ranger kann raus. Dann nehmen wir noch einen... Ist ja eine leichte Mission. Wir nehmen den Templer mit, den Scharmützler lassen wir zu Hause. Auch wenn der Scharmützler natürlich geil ist. Und nehmen den Spezialisten hier mit. Nein, nicht freigeben. Gegenstände herstellen. Die haben da unten übrigens auch die Reihenfolge verändert, ne? Na, guck mal, die Ionenklinge vom Scharmützler könnte ich schon verbessern. Oder nehmen wir doch den Scharmützler mit. Ach komm, wir nehmen den Scharmützler mit und verbessern seine Ionenklinge direkt. Ach, ist so geil.
Auch der Psioniker, der Psioniker ist auch so geil. Sind alle einfach geil. Grünes Licht für Teameinsatz. Wir beobachten die Bewegung eines unregelmäßig auftretenden Signals in diesem Gebiet und glauben, dass es zu einem ungeschützten Terminal an Bord eines Advent-Zugs gehört, der durch dieses Gebiet fährt. Wir dürfen uns diese Chance, Daten zum jüngsten Projekt der Aliens zu erlangen, nicht entgehen lassen. Also greifen wir den Zug an. Schalten Sie alle feindlichen Kräfte gnadenlos aus. Wenn wir diese Daten in unsere Hände bekommen, können wir ihre Fortschritte vielleicht verlangsamen. Menace 15, hier Avenger. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Moment, ich muss einmal noch auf den Desktop. So, den neutralisiere alle Feinde beim ungeschützten Zugangspunkt, den taktischen Sequenzialanalysen. Moment. Taktische Sequel, mein Gott. Einfach hacken. Position bestätigt. Das macht Sinn. Los geht's. Bewege mich vorwärts. Ah, so geil. So ein geiler Typ einfach. In Ordnung. Rücke zur Zielposition vor. Ich habe hier feindliche Aktivität. Der erste Mech kommt. Ein Geschützturm. Bewege mich dorthin. Ja, geh mal bitte dahin. Der Sniper sieht von hier aus das Advent-Geschütz. Oh, vielen Dank für den Support. Wobei ich gerade sehe, dass der hier oben bei mir auf dem Desktop was nicht so richtig eingestellt hat, wie ich das haben wollte. Vielen Dank für den Support, CandyCar22, für meinen Imperator. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb von dir. Schon. Das war alles okay. Und jetzt bitte den Reaktionsschuss auf den Mech. Natürlich nicht. Und der läuft in die falsche Richtung. Ich hatte gehofft, der läuft da rein, wo der Scharfschütze noch steht. Mein Gott. Ich vertraue Ihren Befehlen. 27% Treffsicherheit. Dann versuch mal, den Bereich vorne zu sprengen, damit der aus der Deckung rausfällt.
Jetzt habe ich nur noch dich. Ich bin bei dir. Dann übergib deinen Teampunkt. Na toll, Sophia hat das jetzt auch nicht gebracht. Na, wenigstens hätte ich das Geschütz noch ausschalten. Habt ihr das gesehen? Wer seid ihr? Ah, sehr schön. Gedankenkontrolle widerstanden. Na, da brennt was, du Schlawiner. In Bewegung. Deine Insektoiden da weg. Die Reise ist beendet. Meiner Waffe geht die Munition aus. Also egal was passiert, ich laufe immer am Feuer vorbei. Ja, können wir. Verlust für die Ältesten. Es ist gesichert. Wechsle Position. Biete Feuerschutz. Bin auf dem Weg. Bin dabei. Du bleibst da stehen. Du wirst mal direkt... eine Heilung starten, und zwar für dich selbst. Klingt machbar. Wird gemacht. Er ist so heiß, er brennt. Mein Leiden wird immer schlimmer. Zwei Schaden durchs Brennen. Das ist eine sichere Position. Schon unterwegs. Noch ein Geschütz. Nice, er war direkt nicht mehr desorientiert, weil er neben seinem Bro stand. Richtig. Proof immer noch offline. Daneben! Ja, ich glaube, mit der Xbox gibt es ein Problem mit der App. Also beziehungsweise, das wusste ich nicht. Die kann anscheinend die Auflösung nicht von 1044p supporten. Abschuss! Wie gesagt, es ist der erste Abend, wo wir wirklich offiziell auf Twitch sind. Ich entschuldige mich für alle Problematiken, die entstehen. Was euch jetzt gerade leider nicht viel hilft. Aber ich versuche das mal alles so ein bisschen im Auge zu behalten. Feuerschutz! Lade nach! Bin dabei. Bewege mich dorthin. Ziel in Reichweite. Feuerschutz bestätigt. Roger! Falls es wirklich so ist, das muss ich es auch selbst testen, dass die App die 1440p nicht schafft, müssten wir in Zukunft 1080 streamen. Von Twitch. Damit will ich alle das auch gucken können. Waffe geladen. Einverstanden. Kann ja sein, dass 1044p einfach noch bei Twitch eine Sache ist. Niemand entgeht mir. Und weiter geht's. Die noch in Testphase ist oder was auch immer. Die haben wohl ein paar Freunde gerufen. Ich werde jegliche Störung spüren.
Gebe Feuerschutz. Ich werde nicht zurück. Ach, bin ich doof. Spurte los. Das kann ich machen. Bin dabei. Advent-Truppen gesichtet. Ich muss besser werden. Das war echt gut. Und jetzt stehen sie da. Machen wir erstmal ein bisschen Slow-Mo. Ich kämpfe für meine Leute. Der ist so geil, er kann angreifen und dann noch in Deckung gehen. Erleuchtung entgegen. Der kann nichts sehen hier durch. Da sehen wir auch keinen Gegner. Du siehst den als Sniper. Wie sieht das bei dir aus? Granate wäre cool, um seine Deckung zu zerstören. Komm ich mit dem Sniper genau an den ran. Toll, hat natürlich super nicht funktioniert, das aufzusprengen. Geh weg. Na, was sagt Danke. Dazu? Es gibt Klötzchenbildung bei den Bewegungen. Positioniere mich neu. Boah, nee, bei 89% hast du uns echt im Stich gelassen. Zum Glück kannst du nochmal schießen. Boah, ich hab nicht dran gedacht, aber er hat ja die Fähigkeit, dass sein Beschuss nicht den Zug nicht beendet. Mir entgeht nichts. Natürlich. So, jetzt aber Dali. Haben es mit Advent zu tun. Na toll. Hin. Sieht der Sniper irgendwen? 35%, das ist nicht so geil. Den Wagen können wir nicht sprengen. Nein! Scheiße! Ich werde mich bewegen. Komm her! Position bestätigt. D
Dir ist für dich! Entweder versuchen, einen zu töten, sie zu decken oder sie zu heilen, damit die zwei Schuss aushalten kann, beziehungsweise er wird einen betäuben. Das war die falsche Entscheidung. Ja. Markiert die Dame jetzt. Scheiße, das war der Bro. Berserker. Zu. Nach der Rückkehr ist erst einmal viel Ruhe angesagt. Menes 1-5, das Advent-Netzwerk. Nein, mein Bro-Team. Letzte Chance auf Datenrettung. Ich gehe voraus. Ich kann die Daten. Boah, noch besser. Ich kann die Daten jetzt nicht retten. Weil der scheiß Typ davor steht und den Berserker-Modus festhängt. Dazu fällt dir nichts mehr ein. Gib es einfach nicht. Muss mich zusammenreißen. Keine Transponderwerte für das Advent-Netzwerk mehr. Die feindlichen Truppen haben das Terminal gesperrt. Fängt schon toll an. Ziel erledigt. Menes 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Wenn XCOM siegt, siegen wir alle. Und wieder halten unsere tapferen Soldaten die Mächte des Chaos im Zaum. Mit dem Licht der Ältesten drängen wir sie zurück. Es ist das Ziel aller Scharmützler, die falsche Vision der Ältesten zu vernichten. Bis das vollbracht ist, gibt es für uns keinen anderen Weg. Wir können Edwin für die Inspiration danken. Ihr Opfer ist unsere Stärke. In jeder Runde geht der erste Reflexschuss gegen dich daneben. Mehrere Schüsse in Folge auf dasselbe Ziel bringt einen Bonus. Was, dein erster Kamerad ist gerade gestorben und du hast jetzt eine neue mögliche Kameradschaft mit jemand anderen? Ah. Hallo, Commander. Commander, diese beiden Soldaten zusammenarbeiten zu lassen, hat sich ausgezahlt. Sie kennen sich nun gut genug, dass wir sie gemeinsam in zusätzlichen taktischen Fähigkeiten ausbilden können. Dann ist das so. Lief auf jeden Fall nicht so gut, die Mission. Der Chat sagt, Twitch sollte den Stream auf 3.500 kW die Sekunde festmachen. Nein, es sind 6.000 inzwischen. Maximal. Komm.
Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. So wie Sie davon getrieben sind, Ihre Leute von der vermeintlichen Unterdrückung durch die Ältesten zu befreien, treibt mich die Last der Ehre zum Dienst im Namen der Götter, ganz gleich, welche Absichten Sie verfolgen mögen. Wir haben ein paar neue Entdeckungen gemacht, Commander. Ich habe die Gauss-Waffen Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Commander, wir können nun in allen Richtungen.